Ah, da ist Lissop. Und wahrscheinlich auch Frankie. Lol. Ah ne, Frankie ist da, also. Nanda? Iman Hosoa. War. Was war das gerade für eine Durchsage? Bastard Call da Ein to? Bastard-Call und die Sunny Strohhüte Mugiwara to wurden yotteta na. auch genannt. Yappari kite kureta no ga Du bist Haruhi. gekommen, um mich zu retten, Ruffy. Seifu no shisetsu. Piraten Sore mo heutzutage konna basho made kommen kaizoku sogar wa kitatta freiwillig no. in Regierungsgebäude. Nakama no tame ni. Er hat das alles auf Acha. sich genommen, um seinen Freund zu retten. Nakama naiteru bai ja ne Ja, yo. ist nicht Ima no der uchi richtige nigete to. Zeitpunkt zum Heulen. Wir müssen von hier verschwinden, stimmt, wir sind beide im Gefängnis. Schiffszimmermann Frankie ist der Gruppe beigetreten. Lol. Finde einen Fluchtweg. Ah, jetzt spielt man Lissop und Dings und Frankie will sich, sollten erstmal hier verschwinden. Ja, hier müsste irgendwo ein Ausgang sein. Lol. Sehr die ist hier. Mal schauen. Ja, jetzt haben wir auch nur Lissop und Frankie. Lol. Ja, dann können wir doch gleich mal hier, weil wir konnten hier die ganze Zeit ja nichts mit ihm machen. Wir können auch Ballerschaffer das verstärken, aber ich glaube, wir verstärken lieber erstmal die Spezialattacken. Wir können Lissos Pound und Rauchstern verbessern. Machen wir erstmal Lissos Pound. Ja, sogar. Ui, wir haben hier richtig viele Teile. Nice. Ja, easy, dann können wir das andere ja auch noch machen hier. So, voll. Easy. Aber komplett voll gemacht hier, Lissop. Ja. Ich glaube, mehr können wir jetzt hier erstmal sowieso nicht wechseln, können wir nicht. Wir haben hier nur Lissop erstmal. Frankie, also zu Frankie können wir wahrscheinlich gar nicht. Nee, das geht nicht. Wir können halt auch wahrscheinlich erstmal generell nur mit Lissop hier spielen, so mäßig was machen. Da muss man hoch. Ich spreche durch diese Eisengitter mit meinem Hammer, wollte er wahrscheinlich. Keuch, keuch, verflucht ist. Hat sich kein Zentimeter bewegt. Ich glaube, gegen diese Gitterstäbe kommen wir nicht an, Frankie. Schauen wir nach, ob wir irgendwo anders rauskommen. Okay, ich kann gar nicht glauben, dass meine Superstärke nicht funktioniert hat. Okay. Knister-Sahne. So, jetzt. Mal erstmal kurz abspeichern. Na, das war kinderleicht. Nur zu zweit schleichen wir uns an ihm vorbei. Lol. Deshalb können wir hier auch nicht allzu viel machen. Au!
Jo, jetzt haben sie auch Matrosen rum. こっちは俺たちが捕まってた。親の正面じゃねえ。あ、いいんだ。逃げるなら上だが。階段はどこにあるんだ。 Kommt er hier nicht durch? Da waren wir ja auch, ja. Wir haben ja auch schon gehört gehabt. Mal hinten eigentlich auch noch lang gekommen eigentlich. Eigentlich schon, ja. So, mal schauen. Den Tempo überschreiten. Verdammt, die Tür geht nicht auf. Ich denke, wir müssen hoch und abhauen. Irgendwo sollte eine Treppe sein. Ja, ich weiß schon, wie die ist. Habe ich ja schon gesehen. Ich glaube, jetzt müssen wir eigentlich überall gewesen sein. Weil hier kommen wir, glaube ich, wieder zum Anfang, wo wir schon waren. Hier haben wir nämlich, glaube ich, rausgekommen. Ja.
Ja gut, dann gehen wir jetzt weiter. Dann haben wir jetzt alles. Ah, scheiße. Ja. Das war jetzt nicht mehr so helfen. Also jetzt haben wir nur Lissop, glaube ich. Und Frankie weiß ich gar nicht, ob der irgendwie auch kämpfen kann. Wahrscheinlich nicht mal. Also wahrscheinlich nur Lissop einfach mal. Ah, dann machen wir halt mal Pound. Ist ja jetzt sogar noch mehr damit machen. Ah doch, Frankie. Ach so, der greift nur so zwischensequenzmäßig an. Nice. Aber cool irgendwie. Ja, der ist blind, der kann ist wahrscheinlich noch nicht mal richtig angreifen. Außer bei Frankie, der hat irgendwie das gut getroffen. Ja. Gut. Ja, jetzt sind wir hier. So, jetzt können wir die Treppe hochgehen. Weil jetzt waren wir ja überall. Zweiter Brückenpfeiler, mittlere Ebene. Nice. Aha, Buster Call. Das ist schon was Schönes. Wen interessiert es schon, ob ein paar tausend Soldaten sterben, wenn es für eure Vernichtung sorgt? Das ist ein notwendiges Opfer für eine bessere Zukunft. Wenn man das große Ganze betrachtet, ist es besser, wenn einige dieser nutzlosen Soldaten sterben, die nicht mal ein paar angreifende Piraten aufhalten können. Ja, ich hab noch nicht aufgelegt. Haben das alle gehört? Verflucht, wie auch immer. Mein Name ist Strohhut Ruffy. Ja, glaubt ihn auf jeden Fall auch jeder. Das war viel. Ja, und der kann ja auch einen Bastard-Call auslösen. Der ist ja auch ein Marine-Ding. Oh, wir müssen uns echt beeilen. Goldchili. Ich müsste eigentlich noch mal gucken, ob ich bei Frankie geht's wahrscheinlich eh nicht. Nee, nur bei Lissop einfach. Kann ich vielleicht noch irgendwas ausbessern. Der hat ja eigentlich bisher hier jetzt nur schräge Sachen so mäßig drin. Mal gucken. Kann natürlich nur was Schräges rein. Sonst müsste ich ihn ja komplett umstellen, wäre blöd halt. Mumm. Muss ich mal gucken, wie viel Mumm der hier hat. Eigentlich gar keinen. Nee, okay, Mumm braucht er auch nicht unbedingt, weil er Mumm
Obwohl, doch, Mumm könnte er eigentlich auch mal gebrauchen. An sich, aber ja. LP 731. Mal gucken. Ah ne, das hier ist sogar noch besser. Er hat eigentlich, glaube ich, schon relativ Storm. Obwohl das hier, mit diesem Angriff, ich glaube, da können wir ihn auf jeden Fall noch ganz gut verbessern, glaube ich. Wenn es dann noch schräge Angriffe gibt. Verteidigung. So, mal gucken, ob wir auch Verteidigung bei ihm haben. Ah, hier Verteidigung 299 plus 60. Das sind halt ungefähr 359 Verteidigung. Ja, okay, dann ist das auf jeden Fall weniger. Gehen wir erstmal Verteidigung durch. 266 ist auch weniger. Nee, das geht sowieso nicht. Okay. 142, das ist viel zu wenig. OP, Angriff. OP. OP, OP, Angriff. ...180 plus 90 sind... ...270. Ist aber immer noch zu wenig. Auch zu wenig, definitiv. Ja. Ja, okay, Verteidigung ist schon das Höchste bei Ihnen erstmal. Aber den Angriff können wir bestimmt noch verstärken, safe. Da gibt es doch bestimmt noch was Besseres als 114. Okay, Mumm, Verteidigung, LP, Angriff. Ah, hier. Das zum Beispiel könnten wir ihn nämlich richtig oft noch geben, weil ich habe das so richtig oft. Also das könnte man halt machen. Mal gucken, ob es noch was Besseres gibt als das. LP, 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 LP. Verteidigung, ja, weiß ich ja. Mumm. Angriff 311. Oh ja, das könnten wir auf jeden Fall geben. Das ist schon mal, das tauschen wir gleich direkt schon mal aus. So, zack, bitteschön. Hast du gleich schon mal wieder eine weitere nice Sache. Mal schauen, was wir hier noch haben. Mumm. Mumm. LP. Verteidigung. Mumm. Höchstwahrscheinlich war es das. Vielleicht auch schon. Aber das hat sich auf jeden Fall da schon mal. Ach ja, stimmt, das haben wir auch noch. Ja, rein theoretisch würde das sogar reingehen bei ihnen, aber das Problem ist, dass das denn da weg muss und das ist blöd. Deswegen kacke. LP, deswegen geht's halt leider nicht. Aber das, was er jetzt eh hier drin hat, ist sowieso schon viel, sogar noch ein bisschen besser halt einfach an sich. LP, Mumm, LP, Mumm, Verteidigung, LP. Ja, ich glaube, das war es jetzt wahrscheinlich. Okay. Ja. Ja, dann machen wir jetzt noch diese anderen Sachen da rein, weil die sind auf jeden Fall mehr als 114. Deswegen einfach die reinbasteln hier. Zack. Und dann gleich nochmal das Ganze. Aber wir können ja, glaube ich, auch von oben einfach so machen. Ja. Wir sind da ganz unten. Wir waren ja recht weit unten, die Dinger. Ja. Nein. So. Und dann da unten nochmal. Machen wir gleich auch nochmal wieder rein. Ja, haben wir immer noch genug. Und dann noch einmal.
viele Dinge habe ich davon jetzt noch über? Mal schauen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, noch so sieben habe ich davon noch über. What the fuck. Und mal gucken, wie viel er jetzt an Angriff und Verteidigung hat. Verteidigung hat er jetzt 895, strong. Und Angriff hat er jetzt 2310. What the fuck, Lissop. Geil. Ja, das hat sich doch hart gelohnt. Nice. So. Mal hoch. Beide Cranky, immer weiter nach oben. Verschwunden. Ah, hier ist noch eine Schatzkiste. Gucken, was wir hier haben. Schatzkiste, okay. Normales Item. Weiter hoch. Bin gespannt, was oben ist. Ah, da ist ein Fahrstuhl. Ich bringe den Gang. Lol. Ja, Frankie kann das ja auch. Wir können sogar auf diese Plattform hier. Oder? Vielleicht auch nicht. Oh, alles auf mit irgendwie. Ah ja. Gut, dann mal los. Voll. Das ist aber mal ein Fahrstuhl. Aber irgendwie ein cooler Fahrstuhl. Zweite Brückenpfeiler, obere Ebene. Haben wir nicht noch irgendwie diese Aufgabe? Ah, ich wusste es doch. Haben wir auch abgeschlossen. Protokoll Watson Teil 5. Gucken, was wir jetzt noch machen müssen. Ne, das ist klar. Begib dich zum ersten Brückenpfeiler. Sigurd Lucky. Okay, nur noch ein Pfeiler ist übrig und dann sollten wir eigentlich dann auch nur noch den Kampf gegen Lucky eigentlich haben und das war's dann eigentlich. Ja, sonst halt diese Robin-Aufgaben. Das war ja eine davon. Oh nein, hier ist Endstation, wir kommen nicht weiter. Überlass das mir, Kumpel. Zeit für eine improvisierte Treppe, Frankie Skywalk. Ah, nice. Nice. Das ist typisch Frankie, wow. Das ist der Hammer, Frankie. Oh, ich muss hier den Winkel anpassen. Ja, und so funktioniert dann seine Fähigkeit. Ich wette, die werden wir jetzt auch dann frei bekommen noch. Auf jeden Fall. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Nice. Geil. Aber ich muss schon sagen, hat trotzdem schon irgendwie was. Das Ganze. Aber wie gesagt, ich finde es immer noch schade, dass man nicht noch irgendwie mehr Feinde hier haben könnte. Also halt von den ganzen CP9 Agenten halt, die es eigentlich noch geben würde. Außer Ecky und Lucky halt. So, man kann jetzt glaube ich eh nur nach oben. Ja, das ist eigentlich ein gerader Weg, da gibt es eigentlich nicht viele. Also man kann fast nirgendwo anders hin eigentlich. Ja.
Was soll das ganze Geschüttel da? Das ist ein Bastakol. Wir müssen uns mit Rocky treffen und hier verschwinden. Immer mit der Ruhe, Bruder. Ein Basta, was? Was ist das? Wie soll ich in so einer Situation Ruhe bewahren? Ein Bastakol ist ein koordinierter Schlachtschiff. Bombardement der Marine, mit dem ganze Inseln vernichtet werden können. Wenn wir hier nicht verschwinden, sind wir alle tot. Mach dich nicht lächerlich. Warum sollte die Marine so etwas tun? Auf dieser Insel liegt schließlich eine wichtige Regierungseinrichtung. Sobald der Befehl erteilt wurde, ist es egal, was das hier ist. Das ist natürlich nicht gut. Ja. So, let's go. Wie gesagt, es gibt hier kaum Wege. Ja, natürlich konnte sich Frank jetzt auch nicht wirklich krass dran erinnern, so mäßig. Weil er hat ja auch sehr viele Erinnerungen wahrscheinlich einfach verloren, deswegen wusste er das nicht. Deswegen musste Lissop ihn gerade nochmal aufklären. Hätte sein kann selber noch, warum man das eigentlich nicht weiß. Nice. Ah, da haben wir schon wieder so einen Gegner hier, aber hier müssen wir eigentlich nicht unbedingt kämpfen, weil wir haben keine Kampfaufgabe. Also müssen wir es auch nicht machen. So, abspeichern. Oder beschützt er da irgendwas? Nö. Gut, dann nicht. Tag und Nacht. Abhängig davon, ob es Tag und Nacht ist, können sich Gegenstände von Städten Gegnern ändern. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Lol, ah, jetzt sind wir hier draußen. Nice, das sieht nicht gut aus. Wie viele Kriegsschiffe sind das, bitte? Wir müssen nur Ruffy finden. Frankie, pack gefälligst auf und komm endlich. Normalerweise wäre es eher andersrum. Das